Hi Leute, hier ist euer Skyadorista zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Spirit Tracks. Ja, im letzten Part haben wir mit dem guten Zygote zusammen den ewigen Geist Dosubon besiegt. Und wir haben den Lichtbogen erhalten. Wir zeigen das jetzt mal ganz schön. Yay, ein neuer Bogen. Jedenfalls, was werden wir jetzt in diesem Part machen? In diesem Part werde ich jetzt mit dieser langen Nebenquest-Session anfangen. Ich habe auch extra ein bisschen gewartet, habe gehofft, dass ihr mir noch ein paar Sachen sagt. Ich weiß, eigentlich wäre es mein Job als Let's Playerin, das selber rauszufinden. Allerdings ist es auch folgendes, es ist ein Blind-Projekt und ich wollte mich nicht spoilern. Und deswegen hatte ich gehofft, gerade auch weil am Anfang die Kommentardichte sehr hoch war, habe ich auch gedacht, ich finde mal ein, zwei Leute, die mir mal ein paar Sachen verraten. Ein paar Sachen sind auch verraten worden, aber der Großteil nicht, wie ich jetzt beim Nachschlagen feststellen musste. Ich habe mir inzwischen alles durchgelesen. Ich habe mich zum Glück nicht auf die Story spoilern müssen, weil ich jetzt, obwohl einen kleinen Fakt, aber das ist jetzt noch nicht relevant. Das ist erst in 4-5 Parts relevant, wenn wir diese ganze Nebenquest-Geschichte hier abgeschlossen haben. Denn die nächsten Parts wird es jetzt wirklich nur Nebenquests geben. Ich werde nochmal, also in diesem Part werden wir jetzt alle Forstkristalle machen. Ich werde das auch sehr stark zusammenschneiden. Auch die ganzen Fahrten raus, sondern nur, was ihr wie machen müsst und was ihr dafür bekommt an Strecken. Denn, wie ich festgestellt habe, sind Forstkristalle tatsächlich nur für Strecken da. Ansonsten werden wir uns dann auch nochmal um alle Stempel kümmern. Ich werde dann auch nochmal alle Stempel zeigen, auch die, die wir schon haben. In der Reihenfolge, wie sie kommen würden, werde ich sie zeigen. Dann werden wir nochmal alle Minispiele machen. Da habe ich auch welche übersehen. Ich glaube, ja doch, zwei Stück habe ich übersehen. Beziehungsweise eines haben wir mal angeschnitten, haben es aber nicht weitergemacht, obwohl es ein Minispiel ist. Und das Peitschenrennen sehe ich als entdeckt an. Aber da müssen wir auch nochmal zum Beispiel hin. Dann werden wir noch die ganzen anderen Herzcontainer machen. Dann habe ich auch noch herausgefunden, durch die Suche nach Herzcontainer, also wo es welche gibt, habe ich auch herausgefunden, dass es sogenannte Geheimbahnhöfe gibt. Dafür brauchen wir aber auch alle Forstkristalle. Und wenn wir das. Und dann werden wir natürlich noch alle Hasen fangen. Wenn wir das alles erledigt haben, dann werde ich wahrscheinlich noch alle Zugteile zusammenkaufen. Da werde ich auch noch die ganzen Schätze für zusammengrinden, euch auch sagen, was man für welches Zugset komplett braucht. Dann werden wir auch wahrscheinlich unseren Zug umbauen. Dann kriegen wir auch mehr Herzen für den Zug. Das ist mir zum Beispiel gesagt worden. Danke dafür. Und jedenfalls, wenn wir das alles erledigt haben, wenn wir das alles gemacht haben, dann werden wir alle Herzen haben und dann werden wir uns Richtung Endboss begeben. Von daher würde ich sagen, Zelda, wir haben viel vor. Lass uns anfangen, lass uns losfahren. Sollen wir denn echt schon fahren? Ja, die Pause war lang genug. Na gut, dann schnell zum Zug. Schiene wartet schon sicher auf uns. Alles klar, und jetzt kommt eine kleine Szene. Schiene, Schiene, wir haben den Lichtbogen. Marado ist erledigt. Gut. Mit diesem Bogen können wir ihn endlich besiegen. Ja, Schiene, sag uns, wo wir Marado finden können. Ich weiß es nicht. Oh, shit. Schiene? Ich habe versucht, sie zu finden. Aber sie halten sich gut versteckt. Oh? Es gibt eine Möglichkeit, sie zu finden. Delok, du bist wieder wach. Wisst ihr noch, wo wir Marado befreit haben? Unter dem Altar versteckt sich ein Gang. Der Lichtkompass, der dort versteckt ist. Er führt euch zur Dämonenlok. Das heißt, wir müssen nochmal in den Turm der Götter. Okay. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Das ist gut, dass ich nicht so viel gespoilert habe. Wir müssen zu einer Dämonenlok. D-Lok! Die Dämonenlok stammt aus der Welt der Finsternis. Auch Gleis kannte ihren Aufenthaltsort nicht. Er ließ mich diesen Kompass mit der Kraft des Turmes erschaffen, so dass wir sie finden konnten. Der Kompass wurde mit heiliger Kraft erschaffen. Deshalb kann Marado ihn nicht einmal anfassen. Er
hat ihn wohl dort zurückgelassen. Danke. Lass uns gehen, Link. Wir müssen schnell den Lichtkompass finden. Okay, das heißt, storytechnisch müssten wir jetzt zum Turm der Götter zurück. Dort irgendwie den Lichtkompass finden. Und wenn wir den Lichtkompass gefunden haben, dann können wir erst zu Marado. Alles klar, das heißt, es steht mehr oder weniger noch ein Dungeon an. Vermutlich Final Dungeon dann jetzt. Warte, Link. Ich habe etwas für dich. Du kannst jetzt damit umgehen, denke ich. Hm, was kriegen wir denn noch? Was ist das? Oh nein, oder? Oh. Das hier ist das Lokomo-Schwert. Es ist ein Pendant zum Master Sword, kannst du mehr oder weniger dazu sagen. Zumindest vermute ich das jetzt. Denn es kommt direkt von den Göttern. Dieses legendäre Schwert hat bereits viele Kreaturen des Bösen besiegt. Ich übergebe es nun dir. Nutze es. Du bist der Richtige. Und damit kriegen wir ein neues Schwert. Bye bye Rekrutenschwert und hallo Lokomo-Schwert. Zelda, Link, viel Glück. Ach, weil wir gerade neue Ausrüstung bekommen haben, kommt es mir auch noch in den Sinn. Wir müssen auch noch einige Ausrüstungsgegenstände holen. Das machen wir dann aber in Kombination mit den Nebenspielen. Mit den Minispielen und den Nebenquests. So, jetzt erst einmal will ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen. Da bin ich in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht worden. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Wir sind gleich da. Ich werde dann noch etwas zeigen. Das hat mit diesen Toren zu tun, die uns transportieren können. Nein, wir fahren nicht zum Turm der Götter, denn ich habe erfahren, wie man diese Tore scheinbar aktivieren kann. Und, naja, wir müssen jetzt gucken, dass wir zu diesem Forstkristall kommen und müssen ihn mit der Kanone abschießen. Dadurch wird der Kristall gelb und wir können dann da durchfahren. Ich werde das jetzt einmal demonstrieren und danach werde ich dann schneiden und mit den Nebenquests anfangen. Also mit den Forstkristallen. Das ist jetzt das Ziel für diesen Part. Es fehlen insgesamt noch 9 Stück. Und die werden wir jetzt alle in diesem Part hoffentlich machen. Gut, wir sind jetzt hier gerade in der Nähe vom Meerestempel rausgekommen. Ich werde jetzt extra nicht über den Turm der Götter fahren. Wir fahren jetzt erstmal los. Ich werde gleichzeitig noch die Karte nochmal benutzen und werde hier noch das Tor einzeichnen. Hier die ganzen Notizen entfernen. Dann werde ich wahrscheinlich noch die Gegner abballern und dann werde ich schneiden. Aber gut, dass wir jetzt zwischen Sandtempel und Sandschrein sehr leicht wechseln können. So müssen wir nicht immer den wandernden Tunnel nehmen, um da durchzukommen. Wobei wir in das Gebiet auch noch müssen, weil wir ja auch noch die ganzen Hasen da fangen müssen. Aber das wird dann in einem anderen Part wichtig sein. Gut, dann würde ich sagen, ballern wir noch ein bisschen. So, komm her. Komm her, Hai. Wunderbar. Auch noch ein paar nette Rubine. Das ist gut, denn ich werde demnächst viele Rubine verdienen müssen. Da ich ja noch die ganzen Sachen kaufen muss, wie zum Beispiel den Köcher etc. Aber dazu auch später mehr. Jetzt werde ich gleich schneiden und wir erwarten uns und wir sehen uns dann bei der ersten Nebenquest. Bis gleich, Leute. So, wir befinden uns jetzt bei der ersten Nebenquest. Hier in Hyrule Stadt fangen wir unsere kleine Runde an. Wir müssen dazu in... oh Gott, in welches Haus war es denn nochmal? Ich glaube, Moment. Ah ja, hier oben. Das mit dem Huhn drauf. Die Truhen hier werde ich im Übrigen auch noch holen. Die habe ich auch nachgeschlagen. Kann ich aber momentan nicht, weil ich aufgrund einer Nebenquest das Mikrofon umstellen musste. Hey!
Mein Mann kommt nicht nach Hause. Er ist so sanftmütig und liebt Hasen. Wo kann er nur sein? Ist ganz klar, er ist im Hasenland. Das ist nämlich die Frau von Asko. Und wir sollen sie zu ihm bringen. Ein ganz normaler Transport von hier aus zum Hasenland. Ansonsten werden wir in nächster Zukunft auch öfter nach Hyrule-Stadt kommen. Spätestens, wenn es dann noch um weitere Ausrüstungsgegenstände und halt um die Truhen geht. Jetzt werde ich allerdings erst einmal schneiden, damit ich in diesem Part auch wirklich alle Forstkristalle runterbekomme und nicht wirklich eine Stunde oder zwei dafür brauche. Von daher, bis gleich, Leute. Gleich sind wir am Hasenland. Ich habe jetzt extra schon ein bisschen reingeschaltet. Oh, wir müssen jetzt schon mal langsamer werden und dann gleich einparken. Gleich werden wir auch einen etwas längeren Dialog haben. Und, da haben wir jetzt gerade einen kleinen Fail gehabt. Ich hoffe, wir können trotzdem absteigen. Nein, können wir nicht. Mal wieder mein Fehler. Oh, toll. Okay, dann machen wir das mit der kleinen Zotteltaktik. Zotteltaktik ist immer zwischen den einzelnen Gängen hin und her zotteln, bis wir anhalten können. Nämlich genauso. Okay, wir haben es jetzt nur mittelgrün und nicht ganz gehabt, aber es ist in Ordnung. Ach, endlich habe ich meinen Mann gefunden. Ich bin so glücklich. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Danke, danke. Dann will ich mal mit ihm reden. Oh, das Gespräch wird, glaube ich, interessant. Ja, das sieht sehr interessant aus. Was machst du denn hier? Und was ist das für ein komisches Kostüm? Du hier ein... Also, ja, das ist eine Überraschung. Was willst du denn mit den miesen Häschen? Das verstehe ich nicht. Natürlich verstehe ich das nicht. Du verstehst mich überhaupt nicht. Irgendjemand muss sich doch um diese armen Hasen kümmern. Weißt du eigentlich, wie sehr ich mich gesorgt habe wegen dir? Ach, dann bleib doch meinetwegen bei deinen blöden Hasen. Ich reiche die Scheidung ein. Ich ziehe zu meiner Mutter. Ich werde jetzt gehen. Vielleicht nimmt mich der Lokführer ja mit nach Hyrule-Stadt zurück. Blöder Idiot. Oh oh, das sieht mir nach einem saftigen Ehekrach aus. Na gut, reden wir noch mal kurz mit Hasko. Wie, warum hast du meine Frau hergebracht? Na, immerhin kann sie so sehen, was ich sinnvolles mache. Bring sie zurück nach Hyrule-Stadt. In Ordnung? Ich zähle auf dich. Und sollte das etwas undeutlich klingen, tut mir leid, ich versuche einfach einen Hasen bei ihm zu simulieren. Lokführer? Ich habe es mir anders überlegt. Bring mich doch nicht zurück. Och, er hat einfach ein so großes Herz. Deswegen liebe ich ihn ja. Ich glaube eher, du liebst einen vollkommenen Spasten, der im Hasenkostüm rumläuft, aber egal. Vielleicht müssen wir nur in aller Ruhe reden. Ihn zum Psychologen schleppen, vielleicht ein bisschen in die Anstalt. Und dann wird alles wieder gut. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Hilfe. Okay, und dafür kriegen wir jetzt einen Forstkristall. Und wir haben sogar noch nebenbei den Ehekrach geschlichtet. Und wir kriegen... Wow, wir kriegen eine lange Strecke. Das Verbindungsstück zwischen dieser hier und dieser hier. Was sehr geil ist. Ich muss sowieso sagen, es ist alles sehr streckenreich. Wow! Neue Strecken sind verfügbar. Na gut, dann. Dann werde ich jetzt mal zur nächsten Nebenquest schalten. Von daher, bis gleich, Leute. Wir sind jetzt gleich bei der nächsten Nebenquest. Im Übrigen mache ich jetzt gerade nur die Nebenquests, die mir bereits noch gesagt wurden. Also einmal die Frau, die zum Hasenland wollte und die wir jetzt machen, Hanno abholen, die habe ich schon gesagt bekommen, beziehungsweise die standen noch aus. Erst danach muss ich dann wirklich Nebenquests machen, die ich so an sich noch nicht kannte. Ich finde das übrigens sehr gut, dass momentan hier keine Züge in der Nähe sind. Vielleicht ist Hanno hier trotzdem noch. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann muss ich diese Quest leider verschieben und hinten anhängen. Ich habe mir allerdings markiert, in welcher Gegend Hanno jetzt wirklich ist. Auf der Karte. Er müsste hier sein. Ja, man hört ihn auch schon langsam fotografieren. Ah, ich sehe ihn so ganz verschwommen da vorne irgendwo. Na gut. Da vorne ist unser werter Hanno. Dann halten wir mal an.
Natürlich ein punktgerechter Halt. Ist natürlich klar. Alles, wie es sich gehört. Oh, ich habe hier auf den gepanzerten Bombenzug gewartet, aber es ist gar keiner da. Ich wollte ihn fotografieren, aber er scheint nicht zu kommen. Da fällt mir ein, du bist doch ein Schüler des berühmten Ferro, oder? Ich bin sein größter Fan, wusstest du das? Hm? Von einem Schwertkämpfer? Okay, ich dachte, du bist Zugexperte. Ich hab's. Kannst du mich zu ihm bringen, damit er mir ein Autogramm geben kann? Ich habe dafür eigens eine Autogrammkarte gekauft. Komm schon, bring mich zu ihm. Bitte, 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 bitte. Das machst du doch, oder? Na gut, dann bringe ich dich nach Prologia. Wunderbar. Na dann, lass uns losfahren. So, auf diese Fahrt bin ich jetzt wirklich gespannt. Ich sehe einen Schüler des berühmten Lokführers Ferro bei der Arbeit. Welche Ehre. Ach, hey, ich glaube, er verlangt ein bisschen zu viel von mir. Na gut, ich werde jetzt erstmal zu dem Tor fahren. Und das rausschneiden und dann werde ich wohl von Hyrule-Stadt aus wieder reinschneiden, um ein bisschen Zeit zu sparen. Von daher bis gleich, Leute. So, wir werden jetzt den letzten Teil der Fahrt reinschneiden. Also, ich werde ihn reinschneiden. Es ist eine ziemlich weite Fahrt nach Prologia. Allerdings hat mir das Ganze mit Han und Boomtan nicht so viele Probleme gemacht. Ich habe mich sehr auf die Fahrt fokussiert. Natürlich halten wir uns schön an die Schilder. Ich muss das Ganze auch üben, da ich inzwischen herausgefunden habe, dass wenn man Albert fährt, das kann man im Übrigen täglich, dann kriegt man von dem immer ein paar Rubine zugesteckt, sage ich jetzt mal. Oh, von dort kommen sie. Die Panzer müssen wir jetzt natürlich wie immer abschießen. Wir dürfen ja nicht getroffen werden. Einmal bin ich getroffen worden, aber das war nicht das sonderliche Problem. Blöde Piraten. Zum Glück seid ihr weg. Und okay, eine Geschwindigkeitsbegrenzung habe ich jetzt nicht übersehen. Das ist sehr gut. Das ist nämlich immer meine größte Sorge. Aber wir werden jetzt langsamer schon mal. Für das anstehende Bremsmanöver gleich. Natürlich wie immer die Dampfpfeife schön loslassen. Noch mit der Kanone in den Felsen abballern. Gehört alles zur Show. Oh, da hinten sieht man schon, dass Ferros Haus super dampft. Das ist mir im Übrigen nie aufgefallen. Ferros Haus dampft. Aber das ist ja nur der Schornstein, der aussieht wie ein Zug. Na gut, dann halten wir jetzt langsam an. Wir müssen ja schön am Haltestreifen halten. So. Mal wieder die schöne Zotteltaktik. Und das hilft natürlich wieder mal, die Statistik ein wenig aufzubessern. Da sind wir. Das ist also wirklich dein Heimatdorf. Wirklich idyllisch hier. Aber ein bisschen verschlafen scheint es mir schon, oder? Hey, das muss das Haus von Ferro sein. Ach, im Übrigen, warum der Briefkasten wackelt. Ich habe auf dem Weg nach Hyrule-Stadt vorhin noch kurz bei Terry eingekauft. Und ich habe jetzt werde wohl gleich die Silberkarte kriegen. Das Gratis-Ticket, das ich im Übrigen auch bekommen habe, habe ich schon eingelöst. Ich habe dafür die Jadekugel bei Terry geholt. Im Übrigen bin ich schon vorab hingewiesen worden in den Kommentaren, dass Terrys Angebot täglich wechselt. Also die Sachen, die ihr mir gesagt habt, die waren schon gut, aber ich habe mir halt ein bisschen mehr gewünscht. Ist jetzt allerdings auch nicht so schlimm. Ich habe es ja jetzt, wie gesagt, nachgeschaut. Zum Glück habe ich mich nicht allzu sehr gespoilert. Und deswegen, ich bin so aufgeregt, endlich kann ich ihn sehen. Bis später. Ja, Hanno, dann viel Spaß. Wir nehmen jetzt erstmal die Post entgegen. Obwohl, Moment. Dieser Hanno ist ja wirklich ein waschechter Zugfan. Aber dass Ferro Fans hat, das habe ich nicht gewusst. Ja, Zelda, das wundert mich auch. Was es nicht alles gibt. Ja, das wundert mich im Übrigen auch. So, dann nehmen wir mal die Post hin. Oder an. Ich glaube, ich müsste auch noch anderweitig Post kriegen, aber ich glaube nur dies von Terry. Hallo, wie geht's dir? Ein Brief und ein Paket von Terry. Terrys Laden im Heißluftballon finde ich toll. Ich würde auch gerne am Himmel fliegen. Kommt er wirklich nur herunter, wenn man die Dampfpfeife betätigt? Wie können denn Leute ohne Zug in seinen Laden? Du scheinst auf etwas zu warten. Ach ja, die Post. Ich stelle mal die Nintendo-Logik nicht in Frage. Das sollte man nie. Bitte sehr.
Denn wenn man die Nintendo-Logik in Frage stellt, bringt man nur den Kopf zu rauchen. Von daher keine gute Idee. Wir haben einen Brief vom Briefträger erhalten. Den sehen wir uns gleich in der Sammlung an. Und hier ist das Paket, das ich dir liefern soll. Bitte sehr. Du hast eine Silberkarte erhalten. Damit erhältst du in Terrisland 10% Rabatt. Ja, das ist auch ein sehr netter Nebeneffekt. Wir kriegen dann 10% Rabatt. Gut, ich habe die Post bei dir abgeliefert. Meine Arbeit ist getan. Man sieht sich. Er fährt auch noch wie so ein Zug von dann. Das ist richtig cool. So, jetzt sehen wir nochmal in der Sammlung uns den netten Brief von Terry an. Beziehungsweise die Silberkarte. Verehrter Kunde, du hast 200 Punkte gesammelt. Dafür gebe ich dir eine Silberkarte, mit der du auf jeden Artikel 10% Rabatt erhältst. Was aber im Nachhinein auch ein bisschen schlecht ist, weil du jetzt mehr Sachen kaufen musst, um die Punkte vollzukriegen. Bitte besuche mich bald wieder in meinem Laden. Ich warte schon, Terry. Da wir aber momentan keinen Bedarf haben, bis morgen höchstwahrscheinlich, bringt uns das leider nichts. Mal sehen, kriege ich wieder eine Bienenlarve, wenn das runterfällt? Na gut. Grafiktablet, bitte reagier ein wenig schneller. Ich will nämlich die Bienenlarve haben. Yes! Ja, sie ist die Bienenstiche wert. Ist sie wirklich? Denn die werden wir noch brauchen. Alle Schätze werden wir noch brauchen für die Zugteile, die man im Übrigen hier bei Ferro anbauen kann. Und du bist... Kann es sein? Du bist Ferro, ja? Wer bist du denn? Ich heiße Hanno. Ich wollte dich schon immer einmal kennenlernen. Du bist Ferro, der legendäre Lokführer. Legendärer Lokführer? Der legendäre Lokführer, von dem die ganze Welt redet. Ein Autogramm, gib mir ein Autogramm, bitte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wovon du redest. Damals zu meiner Zeit als Schwertkämpfer, da war ich legendär. Ich habe einmal 900 Treffer beim Schwerttraining geschafft. What the fuck? 9 fucking 100? Oh Gott. Ich bin schon über meine 60 stolz, für die ich einen Herzcontainer gekriegt habe. Yes, den habe ich sogar geholt, bevor der Brief dafür angekommen ist. Kein Witz, da hätten wir eigentlich einen Brief für bekommen, irgendwann. Ich habe es nachgeguckt. Ich war ein legendärer Schwertkämpfer. Legendärer Schwertkämpfer? Nicht Lokführer? Genau, nicht legendärer Lokführer. Schwertkämpfer. Legendärer Schwertkämpfer. Sprich es mir nach, legendärer Schwertkämpfer. Legendärer Schwertkämpfer. Sowas, das muss ich falsch verstanden haben. Aber ich danke dir trotzdem fürs Mitnehmen. Oh, wie nett. Und wir kriegen trotzdem noch einen Forstkristall. Das ist cool. Cool, und wir kriegen dafür hinter Hyrule-Stadt einen Tunnel. Das ist ja nice. Neue Strecken sind verfügbar. Bis zum nächsten Mal. Ich gehe noch ein paar Fotos machen. Danke. Und falls ihr euch wundert, dass ich mich immer über die Strecken freue, die weiß ich nicht. Was war das denn? Ebenso habe ich auch die Hasen etc. noch gar nicht nachgeguckt. Ich habe nur gesagt, ich werde es nachgucken. Da ja nichts gekommen ist von euch. So Tipps oder sowas in der Art, das hätten schon gereicht. Ich will die ja nicht mal meckern, dass ich es nicht gemacht habe. Aber ich habe halt in den Kommentaren von einigen gehört, dass ihr es durchgespielt habt. Und da habe ich mich halt darauf ein bisschen verlassen. Das war vielleicht ein bisschen zu viel Druck meinerseits. Muss ich mir vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr merken. Na gut, wir haben jetzt noch ein bisschen die Herzen aufgefüllt, ein bisschen Gras gemäht, einen Rubin verdient. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann gleich bei der nächsten Nebenquest. So, da wir gerade in der Gegend sind, bin ich kurz im Wald Forsten. Hier müssen wir noch eine kleine Nebenquest mehr oder weniger auslösen, indem wir mit dir hier reden. Der Bürgermeister kehrt also vorerst nicht zurück. Was wird denn aus unserem Holzhandel? Ich muss wohl die Geschäfte selbst in die Hand nehmen. Die Bäume hier sind gesund und robust. Ein Haus aus denen hält ewig. Nein. Tja, schade. Komm jederzeit gern wieder. War es das doch nicht, du, mit dem ich reden muss? Also ich habe nicht nachgeguckt, mit wem ich reden muss. Aber ich wusste, ich muss mit einem reden. Oh, unser Bürgermeister hat ein Rendezvous. Das hätte ich ihm niemals zugetraut. Aber wenn es klappt und er dann umzieht, was wäre denn aus uns? Keine Ahnung, du. Muss ich vielleicht doch mit dir reden? Jedenfalls, ich musste mit einem reden. Ja.
100 Rubine, vorher hat er 20 verlangt. Arsch. Aber Holz müssen wir nicht mehr transportieren, soweit ich das mitbekommen habe. Muss ich vielleicht mit dir reden? Also ich musste mit einem reden. Der Bürgermeister scheint gut angekommen zu sein und seine Frau muss eine echte Schönheit sein. Schade. Ja, ihr seid alle enttäuscht. Allerdings musste ich hier mit einem reden. Ich weiß noch nicht, mal, hier lebte der kleine Fatzke, das weiß ich noch. Und kriege ich hier wieder eine Bienenlarve? Nein. Fail. Dann gehen wir mal in das Haus des Bürgermeisters, sofern ich hochkomme. Hä? Fail? Scheint ein Fail zu sein. Hey, hier bin ich. Ja. Nein. Shit. Dann muss ich das später machen. Das hat mit einer Nebenquest zu tun, die uns später ins Goronendorf führt. Aber scheinbar muss ich einmal weggefahren sein. Oder ich gehe nochmal zu dem kleinen Fatzke rein. Sollte der da sein? Nein. Oder muss ich mit dem nochmal reden? Weil hier ist keiner mehr im Dorf. Das ist jetzt doof. Na gut, dann werde ich schneiden müssen. Von daher, bis gleich, Leute. Die nächste Nebenquest führt uns zum Schneeschrein. Wo wir ja noch diesen Einherzcontainer kaufen müssen. Das können wir jetzt aber leider nicht, denn ich habe gerade mal 247 Rubine. Da werde ich noch über die Minispiele etc. noch Rubine farmen müssen. Ich weiß, es gibt auch Wege, das Ganze zu beschleunigen, aber ich werde versuchen, das nur über die Minispiele zu machen. Ich meine, so schlimm kann es nun auch wieder nicht werden. Allerdings widmen wir uns bitte wieder der Nebenquest. Hier vorne steht Turbinen und der möchte was von uns. Oh, da bin ich ja zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Ich habe einen deinen Zug gehört. Also ich hätte gerne einen Krug für mein Zimmer. Krüge bringen Glück. Bringst du mir einen? Klar. Ein Krug wie jene, die hier so rumstehen, tut es aber nicht. Verstanden? Viel Erfolg. Alles klar, wir werden dir deinen wundervollen Krug besorgen. Dazu müssen wir jetzt aber ein bisschen weiter fahren, deswegen werde ich schneiden. Bis gleich, Leute. Zielort angekommen, finden wir natürlich als allererstes wieder den Briefkasten. Mal sehen, was uns der Postbote jetzt bringt. Ich habe nämlich keine Ahnung, was er uns bringen könnte. Hallo, wie geht's dir? Ein neuer Brief von Hanno. Was der schon wieder alles treibt. Interessant. Hier der Brief. Ah, das ist für eine weitere Nebenquest, die wir im Laufe des Parts noch machen werden. Wir müssen Hanno nämlich noch von einer anderen Stelle abholen und dann müssen wir ihn woanders hinfahren. Diese Nebenquest ist sogar wichtig, deswegen wird sie weiter am Ende kommen. Jedenfalls, wir sind jetzt hier in Papuzia und hier werden wir tatsächlich den Krug für Turbin finden. Dazu müssen wir uns von der alten Frau die Zukunft vorhersagen lassen. Deswegen musste ich auch ganz dringend mein Mikrofon umstellen. In manchen Fällen geht es nämlich mit dem Desmume, dass man das PC-interne Mikrofon, ich fasse mal gegen, dass man das verwenden kann. Es kann jetzt ein paar Versuche dauern. Es könnte auch ein bisschen lauter werden. Ich bitte euch dann auch dementsprechend die Lautstärke ein bisschen leiser zu stellen. Keine Sorge, ich werde die Fragen wahrheitsgemäß beantworten. Soll ich dir deine Zukunft vorhersagen? Ja. Nun, dann antworte nun laut und deutlich auf meine Fragen. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Mädchen! 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 Natürlich. Welche Farbe haben deine Augen? Braun! Braun! Sieh an. Ganz genau wie meine Schwester. Und zuletzt, welche Sternzeichen hast du? Zwilling! Zwilling! Hat's angenommen, gut. Ah, das Zeichen eines echten Helden. Die Sterne sagen... Buga, 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 bla bla bla, Voodoo-Scheiße. Kein Spaß. Sieh deine Freundin nicht als selbstverständlich. Sonst verlierst du ihr Vertrauen. Vergiss nicht, dankbar zu sein. Eigenschaft des Tages ist die Demut. Sag mir, geschehen um dich herum schlimme Dinge? Jetzt müsst ihr mit Ja antworten. Ach so. Du wirst von einem bösen Geist gequält. Ich spüre seine Anwesenheit. Dieser Geist treibt dich in den Wahnsinn. Ach, Sie kennen meinen Vater?
wusste ich doch gar nicht. Unglück naht. Soll ich dir verraten, wie du ihn los wirst? Ja, wenn es etwas gibt. In dieser Stadt werden Krüge verkauft. Krüge halten böse Geister fern und bringen sie aus dem Haus. Hast du Interesse? Ja, gibt es tatsächlich einen Krug, der meinen Vater verjagt? Juhu! Also diese Krüge verjagen nicht einen Vater. Aber sie werden von Priesterinnen aus heiliger Erde und Wasser gebrannt. Es werden nicht viele hergestellt, deswegen sind sie etwas teuer. 10.000 Rubine sind auch nicht so viel verlangt. What the fuck? Aber man muss Pechvögel noch ein Stück weit entgegenkommen. Ein Krug für 50 Rubine, was sagst du? Aber gerne. Das Glück wird dir hold sein. Ich merke schon, du wolltest nur Geld abzocken. Aber gut. Das könnte jetzt im Übrigen ein wenig kritisch werden. Der Zug darf nämlich während der ganzen Fahrt nicht ein einziges Mal getroffen werden, sonst zerschellt der Krug. Und Turbin will keine Scherben, Turbin will einen Krug. Im Übrigen kann ich auch mal zeigen, wie dieser Krug aussieht. Wow, der sieht sogar... Ey, der würde sogar meinen Vater aus dem Haus verjagen, der ist hässlich. Na gut, egal. Wir sehen uns dann gleich wieder bei Turbin und hoffentlich habe ich es geschafft. Von daher, bis gleich, Leute! Es war viel Arbeit, aber ich habe den Krug wohlbehalten hergeschafft. Ich finde ihn nicht gerade hübsch, aber bitte, Turbin, du willst ihn haben. Oh, das Warten hat sich gelogen. Ein Krug für mich. Du bist mein Held und der Krug ist für mich, richtig? Ja. Super, darauf habe ich gewartet. Das ist klasse, ich freue mich so. Dann beeil dich und bring ihn in mein Zimmer, in Ordnung. Ja, jetzt müssen wir ihn noch zur Turbine ins Zimmer bringen. Oh, er freut sich jetzt. Danke für diesen Krug, er ist so wunderschön. Ich bin tief gerührt. Und dafür kriegen wir einen Forstkristall. Für die Schneetafel. Und wir kriegen hier oben eine Seitenstrecke. Wo auch immer die hinführt. Neue Strecken sind nun verfügbar. Gut. Dann müssen wir jetzt für die nächste Nebenquest woanders hin. Allerdings, weil wir hier so lange nicht mehr waren. Ach ja. Das waren noch Zeiten hier im Schneeschrein. Es ist Ewigkeiten her und... So, komm her, du. Werfen wir hier noch ein bisschen was kaputt. Vielleicht kriegen wir noch ein, zwei Rubinchen für den Herzcontainer, der da unten noch auf uns wartet. Und noch ein bisschen Ingame-Action. Wir gehen runter, zurück zum Zug. Ich weiß, dieser Part ist zwar schon endlos lang, aber da das ein Zusammenschnitt aller Nebenquests ist, ist das nicht so schlimm. Wieso bleibst du jetzt stehen? Idiot. Na gut, dann werde ich mal ganz kurz schneiden. Bis gleich, Leute. Oh, wir befinden uns jetzt im Goronendorf auf dem Weg zu einer weiteren Nebenquest. Du bist, glaube ich, unser Klient. Ich habe gehört, in diesen kalten Gegenden soll es diesen Schnee geben. Ja, du bist der Richtige. Er soll leicht und weich sein. Hast du schon einmal Schnee gesehen? Oh ja, klar, ganz oft. Oh, ich will auch mal im Schnee rumtollen. Bringst du mich bitte in ein Dorf mit Schnee? Klar. Toll, meine erste Reise. Ja, der werte Herr möchte ins Anuki-Dorf. Hier findet man übrigens noch ein paar weitere Sachen. Und ich will nochmal wegen dieser einen Nebenquest mit der Sache, wo ich im Wald Forsten gefällt habe, noch was triggern. Du wirst auch noch wichtig werden, du auch. Ich habe mich irgendwie verlaufen. Ja, ich bin blöd. Ich hätte auf die Karte gucken sollen. Die ist ja immer auf dem Topscreen. Und hey, die Musik hat sich ein bisschen verändert. Die klingt cool. Jetzt, wo sich der Vulkan wohl beruhigt hat, hat man wohl einen etwas chilligeren Tune drauf. Wo bist du denn? Ah, du bist derjenige. Das Eisen der Goronen ist selbst bei Hitze stark und weltbekannt nur hier. Hallo, mein Freund. Du bist heute zum ersten Mal mein Kunde, richtig? Ich verkaufe hier Eisen aus der Mine der Goronen, unser Verkaufsschlager. Kargoron hat dir einen Güterwagen geliehen. Damit kannst du unser Eisen in alle Welt transportieren. Willst du für 100 Rubine Eisen kaufen? Nein, zurzeit nicht. Na dann komm wieder, wenn du was brauchst. Vielleicht musste ich diesen Satz erst, also diese Sätze erstmal hören, bevor ich die entsprechenden Sachen zu hören bekomme. Deswegen habe ich dann erst einmal hier nochmal nachgefragt.
beziehungsweise hier mit der Person geredet. Vielleicht kriegen wir jetzt die Sache in Wild Forsten gesagt. So, ich werde dann jetzt kurz die Fahrt zum Anuki-Dorf schneiden. Bis gleich, Leute. Wir sind da. Ich habe, glaube ich, ein paar Versuche gebraucht, das hinzubekommen. Irgendwas ist immer schief gegangen. Oh, wie toll. Endlich sind wir da. Wie viel von diesem weißen Zeug hier rumliegt. Es war eine gute Idee, diese Reise anzutreten. Danke, 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 danke. Alles klar, Herr Gorone. Immer wieder gerne. Der Forstkristall gefällt uns auch sehr und wir bekommen noch ein paar Strecken mehr. Und wow, das ist sogar ein etwas größerer Streckenabschnitt. Das freut mich. Hm, zuerst einmal gehe ich dem Bürgermeister einen Besuch abstatten. Okay. Wenn du das willst. Gut, von jetzt an müssen wir, also jetzt hier im Anuki-Dorf müssen wir noch nach, ich glaube, zwei Anukis oder war es einer? Ich glaube, es war nur einer, der zum Goronendorf möchte. Ja, kein Scherz. Die möchten einmal woanders hin jeweils und... Außerdem müssen wir die nächste Zeit auch nochmal hierher kommen. Hier ist ja auch noch dieser wunderbare Riss in der Wand, den wir noch untersuchen wollten, schon länger. Ah, du bist der Gesuchte. Oh, ich habe gerade mit dem Bürgermeister gesprochen. Ja, der Chef der Anukis, das bin ich. Lügner. Der Bürgermeister wird für eine Zeit verreisen und so lange wohne ich bei ihm. Ein wirklich großherziges Angebot, findest du nicht auch? Hohoho, ich habe doch nur getan, was jeder tun würde. Hier mag es kalt sein, doch die Leute sind warmherzig. Gut, wenn du meinst. Hey, du da. Ich habe da was von einem Dorf am Feuer gehört, das will ich sehen. Bringst du mich in dieses Dorf? Ja. Du gefällst mir, ich setze mich schon in den Wagen. Na dann, bis gleich. Denn ich fahre ihn jetzt zum Goronendorf. Bis gleich, Leute. Ich bin hier aus Versehen reingefahren, weil ich mich verfahren habe. Das hier ist der Goronen-Freizeitpark. Hier ist ein weiteres Nebenspiel. Allerdings werden wir das jetzt nicht machen. Ich weiß nicht, ob es so gut war, dass wir einfach so eingetreten sind. Ja, Zelda, denn wir waren ein wenig zu früh. Das machen wir an einem anderen Part. Irgendwann zwischendrin mit den anderen Nebenspielen. Trotzdem ist es interessant. Es sieht nach einer Verladestelle aus. Ja, das ist es mehr oder weniger auch. Beziehungsweise man macht auch andere Sachen hier. Bist du bereit loszufahren? Denn wir müssen ja noch unseren Fahrgast abfahren. Ja, das müssen wir. Und wir sind fast am Goronendorf. Das ist ganz in der Nähe. Das ist in einer Höhle, in der ich noch nicht drin war. Ich habe eine Abzweigung nicht bekommen. Denn wenn ich nicht aufnehme, fahre ich mit Speed-Taste. Um die Offscreen-Zeit auch ein bisschen kleiner zu halten, denn ich habe diese Woche sehr viel Stress. Ihr werdet diesen Part am Samstag sehen, sprich übermorgen. Heute haben wir den 30.05. Ich habe bis jetzt einen Monat nicht aufgenommen, auch weil ich nicht so viel Zeit hatte und alles. Und ja, jetzt ist die Zeit leider knapp und ich habe viel Stress, weil ich momentan zwei Geburtstagsfeiern schon mehr oder weniger hatte. Und noch eine organisieren muss am Wochenende. Ja, wieso zwei hatte? Weil ich mit meinen Freunden via Skype etc. fast zwei Tage gefeiert habe. Und dann waren auch noch ein paar da. Und am Samstag feiern wir noch mit meiner Familie. Und wir haben jetzt den werten Anuki hierher gebracht. Du bist schon ein heißer Typ. Naja, ich habe schon schlimmere Lokführer gesehen. Danke. Ja, aber das lag daran, dass ich einen kleinen Fehler hatte und einmal aus Versehen den Rückwärtsgang benutzt habe. Shit happens. Jedenfalls, wir haben jetzt auf der Schneetafel eine weitere Strecke bekommen. Yes. Das werte ich als positiv. So, allerdings haben wir jetzt im Goronendorf noch eine weitere Quest. Das ist sehr gut. Deswegen habe ich auch extra die erste Quest gemacht. Ja, die sehen hier jetzt alle, die Anuki haben. Bei ihm zu Hause wohnt ein kühler Geselle aus einem kalten Land. Da ist ein komischer Typ gekommen. Ja, wow.
Ich habe mich mit dem Typen unterhalten, der zu Besuch in unserem Dorf war. Er hat mir gesagt, dass es sich auch im Schnee recht komfortabel lebt. Tja. Das ist interessant. Hey, Junge! Meine Tür steht felsenfest. Ich will in die Stadt. Hier ist nichts los. Ich will in eine große Stadt, wo viele Leute sind. Das ist der richtige Ort für mich. Und nichts kann mich stoppen. Gut. Du bist toll. So eine richtig große Stadt hat natürlich auch ein Schloss. Und spätestens jetzt solltet ihr wissen, dass ihr nach Hyrule-Stadt müsst. Ich will in eine Stadt mit einer lieblichen Prinzessin. Oh scheiße, er will Zelda treffen. Eine einfache Fahrt nach Hyrule-Stadt, bitte. Okay, gut. Oh, mein Traumwitwer, juhu, 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 aus dem Weg. Ja, er schubst mich erstmal noch so ganz frech aus dem Weg. Der kleine Rabauke. Na gut, ich will ja nichts sagen. Dann werden wir mal den jungen Herrn fahren. Bis gleich, Leute. Hyrule-Stadt, wir kommen! So, und damit sind wir wieder bei einer der letzten vier Forstkristall-Quests im Übrigen. Insgesamt gibt es im Übrigen 20 Forstkristalle, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Und wir hatten schon 11. Also ich hatte die Mehrheit gefunden, das ist cool. Ich muss auch dazu sagen, ich habe glaube ich nur 2 oder 3 nachschlagen müssen. Ein paar hatte ich auch noch so auf der Pfanne. Ansonsten habe ich noch einen Ausrüstungsgegenstand von einer Freundin von mir gesagt bekommen. Aber das ist jetzt unwichtiger. Wir sind jetzt nämlich angekommen und der kleine Gorone will natürlich ein bisschen reden. Wie, schon da? Und dabei habe ich nur etwas gedöst. Schade, nun habe ich die Aussicht verpasst. Aber wenigstens sind wir jetzt da, in der Großstadt. Und wo ist sie nun, die Prinzessin? Oh, der Kleine ist richtig aufgeregt. Wenn er Zelda nur sehen könnte, dann hätte er die schon längst gesehen. Dann hätte er auch gar nicht in die Großstadt für gemusst. Oh, da hat sie recht. Das Grundkind scheint sich so sehr auf die Prinzessin zu freuen. Schade eigentlich. Denn ich bin ja hier. Und er sieht mich nicht. Eben. Arme Zelda. So sieht also die Stadt aus. Alles aus Stein. Sogar die Straßen zum Reinbeißen. Prinzessin. Oh Gott, jetzt sucht der Zelda. Er weiß doch gar nicht, wie eine Prinzessin aussieht oder wie Zelda aussieht. Lol, er redet mit einer Frau. Mal sehen, was ist. Sieh mal, ich hab dich getroffen. Endlich, endlich. Ein sprechender Felsen. Endlich habe ich die Prinzessin getroffen. Wie? Ich soll die Prinzessin sein? Oh, ein schönes Kompliment und so berechtigt. Ich war gerade erst beim Friseur. Und doch habe ich sie mir anders vorgestellt. Irgendwie schöner, damenhafter. Wie, was hast du da gerade gesagt? Irgendwie schöner und damenhafter? Pff, Banause. So ein dämlicher sprechender Felsen. Ich bin hübsch. Ich bin Miss Hyrule. Die und Miss Hyrule. Oh Gott. Die Prinzessin wirkte irgendwie verärgert. Egal. Jetzt bin ich in der großen Stadt. Ich werde mich in aller Ruhe umsehen. Vielen, vielen Dank fürs Mitnehmen. Yay. Und ein neuer Forstkristall. Nice. Puh, na gut. Neue Strecken sind nun verfügbar. Ich werde hierher in die Stadt ziehen, jawohl. Alles klar, viel Spaß. Na gut, dann werde ich jetzt mal ganz kurz schneiden und versuche nochmal die Quest in Waldforsten hinzubekommen. Von daher, bis gleich, Leute. Ich hab's geschafft, sie zu triggern. So, die Klinge meiner Axt ist ziemlich hinüber. Ich bräuchte Eisen, um mir eine neue zu schmieden. Besorgst du mir etwas Eisen von der Feuerhöhe? Ja. Danke, das ist wirklich nobel von dir. 5 Barren Eisen sollten eigentlich reichen. Danke nochmals. Gut. Übrigens mit Triggern meinte ich auslösen. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf Triggern gekommen bin. Ich bin blöd. Jedenfalls, es liegt vielleicht auch an der Uhrzeit. Ich nehme spät in der Nacht auf. Ich hätte schlafen müssen, aber ich will nicht. Ich will aufnehmen. Von daher schneide ich jetzt, bis wir in der Feuerhöhe sind. Bis gleich, Leute. Da sind wir jetzt wieder beim Eisenhändler.
Das Eisen der Goronen ist weil selbst bei Hitze stark und weltbekannt nur hier. Willst du für 100 Rubine Eisen kaufen? Jupp. Hitzefest und unverwüstlich. Das allseits beliebte Goroneneisen, guter Kauf. Wieso kriegen wir aber eigentlich 20, wenn ich nur 5 brauche? Das ist jetzt eine gute Frage. Aber egal. Vielleicht passiert ja irgendwo was und wir können Eisen verlieren. Who knows? Ach so, während ich mich im Dorf wieder verlaufen habe, habe ich noch was anderes gesehen. Der Goronendorfälteste steht nämlich draußen. Oh, du bist es. Danke, dass du dich um meinen Enkel gekümmert hast. Er ist ein lieber Kerl. Und wenn er einmal in der Stadt ist, wird er merken, dass der beste Ort für einen Goronen immer noch das Goronendorf ist. Jawohl. Ach so, er wollte nur was wegen seinem Enkel sagen. Okay. Naja, vielleicht wird dein Enkel ja auch in der Stadt glücklich. Wer weiß. Okay, natürlich. In der Stadt gibt es keine Goronen, das ist klar. Wie will er dann eigentlich eine Frau finden? Hoffentlich gibt es dann keine Halbgoronen. Na egal, wir schneiden jetzt mal ganz kurz und bringen das Eisen nach Waldforsten. Bis gleich, Leute. Eine Lieferung Eisen für den Herrn Holzfäller. Mein Eisen, ich bin so glücklich. Er ist kein Mann vieler Worte. Seine Augenringe sprechen für sich. Das ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Hä? Ich dachte sowieso, dass Forstkristalle nicht sichtbar wären für andere. Aber gut, wir kriegen noch mehr für die Waldtafel und... Oh, wir kriegen ein Verbindungsstück zwischen den beiden. Alles klar. Neue Strecken sind nun verfügbar. Komm gerne wieder, wenn du Holz brauchst. Werden wir nicht brauchen. So, ich muss jetzt nochmal bei meiner Liste ein paar durchschneiden. Durchstreichen. Mir fällt im Übrigen auf, ich habe vergessen, eine aufzuschreiben. Die machen wir dann auch noch. So, dann die hier noch. Super. Gut, dann werden wir uns jetzt gleich um eine andere Nebenquest kümmern. Die ist ein bisschen weiter. Von daher, bis gleich, Leute. Neben Turbin möchte auch Tender etwas von uns. Und damit sind wir bei der nächsten Nebenquest. Im Übrigen eine der wichtigsten, da sie einen sogenannten Geheimbahnhof freischaltet. Ja, es gibt sogenannte Geheimbahnhöfe, das sind mehr oder weniger Zusatzdungeons, wo wir Schätze, ich glaube sogar einen Herzcontainer finden können auch. Was sehr geil ist und die werden wir auch alle machen. Ich denke, das wird auch 2-3 Parts in Anspruch nehmen. Das werden wir aber erst machen, wenn wir alle Forstkristalle gesammelt haben und deswegen nochmal zu dir, Tender. Oh, ist das nicht der Junge von neulich? Heute habe ich eine Bitte an dich. Kannst du mir ein paar Hühner mitbringen? Je mehr, desto besser. Ich bin ein großer Freund dieser gefiederten Gefährten und studiere ihr Leben. Könntest du mir helfen und mir mit deinem Güterwagen welche bringen? Wenn du mir 5 davon bringst, bekommst du eine Belohnung. Verstanden? Ich zähle auf dich. Ja, diese Hühner sind im Übrigen noch für was anderes wichtig. Das wird auch in einem späteren Part sehr wichtig werden. Dann können wir nicht mit den Hühnern hier irgendwo rüberfliegen. Und gelangen so auf eine kleine Insel, wo der Stempel auf uns wartet vom Sandschrein. Die Stempel habe ich ja in letzter Zeit ziemlich vernachlässigt. Das tut mir auch sehr, sehr leid. Allerdings werde ich in einem Part dafür alle Stempel, auch die, die wir schon haben, noch einmal zeigen. Und werde das dann wahrscheinlich mit den Overworld-Truhen und diesem kleinen Riss am Schneeschrein kombinieren. Die nächsten Parts werden sowieso alle extrem lang. Das merkt ihr auch schon an diesem Part. Ich hoffe, ihr haltet schön durch. Ich werde jetzt nochmal schneiden, aus Hyrule-Stadt die Hühner holen und hierher bringen. Bis gleich, Leute. Wir haben die 5 Hühner. Ich glaube, es sind 5. Ich hoffe, es sind 5. Oh, es sind doch nur 4. Klar. Wie, das sind ja keine 5 Hühner. Die kannst du behalten. Scheiße. Uff. Das tut mir leid, Leute. Also, ich brauche 5 Hühner. Dann kriegen wir, ich habe das wohl nicht mitbekommen. Wir sind wohl einmal getroffen worden. Na gut, dann werde ich eine kleine Pause machen und dann werde ich das Ganze nochmal wiederholen. Ist ja nicht so schlimm. Wenigstens haben wir eine Bienenlarve dafür bekommen. Das wird uns für die Zugteile weiterhelfen, denn glaubt mir, da werden wir einiges an Schätzen brauchen. Sogar eine ganze Menge. Von daher, bis gleich, Leute. Toll, da fahre ich mit dem Zug durch die Gegend und finde plötzlich einen Hasen.
Und damit ein kurzer Reinschnitt. Oh Gott, ich finde dich. Ich fang dich noch. Ich fang dich noch. So, komm her. Ey, das war Verarsche. Egal, Leute. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich bei Tender die Hühner hingebracht habe. Bis gleich. Es hat 4-5 Versuche gedauert, aber ich habe endlich 5 fucking Hühner für Tender. Bist du jetzt glücklich? Oh, sind das endlich meine Hühner? Wie schön. Die sind bestimmt für mich, oder? Klar sind die für dich. So schöne Hühner. So ein weiches Fell. Weiche Federn. Ich bin begeistert. Das ist wirklich ganze Arbeit. Vielen Dank. Hat der gerade Hühner mit... Wollte der gerade sagen, Hühner haben Fell? Egal. Egal. Okay, und wir erhalten auf der Feuertafel eine wichtige Strecke, die zu einem der 4 Geheimbahnhöfe, 5 Geheimbahnhöfe führt. Je mehr Hühner du mir mitbringst, desto besser. Denk daran, wenn du wieder einmal welche erwirbst. Na dann, bis bald. Ja, ich meine, man kann das immer wieder mit Tender machen. Wenn man ihm allerdings weniger als 5 Hühner bringt, dann kriegen wir jedes Mal nur, nur einen Schatz. Sowas wie ein Monsterfossil oder einen Bienenlarv oder sowas. Ja, die Hühner turnen jetzt hier rum. Man kann jetzt mit der Zeit eines nehmen. Und dann kann man auf diese Insel da vorne rüberfliegen. Und kriegt dann den... Beziehungsweise 2 Inseln weiter. Und kriegt dann den Stempel. Vom Sandschrein. Allerdings machen wir das in einem anderen Part. Jetzt kümmere ich mich um die Geschichte mit Hanno. Dazu öffnen wir zuallererst den Brief von ihm. Der hier seit einer gewissen Zeit rumklingelt. Schau mal, kennst du diesen Ort? Vor lauter Fotografieren habe ich ganz vergessen, wo ich gerade bin. Also wir sehen hier oben gleich die Stelle markiert, wo wir ihn abholen können. Kein Foto, nichts. Könntest du mich hier vielleicht abholen? Hanno. Alles klar, das werden wir natürlich auch machen. Dieser Teil, wo Hanno sich befindet sich in der Feuerhöhe. Ich kann auch mal zeigen, wo genau. Nämlich dort, wo ich das X gemacht habe. Dort in der Gegend befindet sich Hanno. Ich würde von daher sagen, wir sehen uns dann gleich dort, wenn ich Hanno finde. Ach, da höre ich ja schon den guten Hanno. Und einen Hasen, den werden wir gleich noch einzeichnen. So, da vorne steht er, der gute Hanno. Dann werden wir mal langsamer. Nehmen einmal ganz kurz die Karte zur Hand und markieren diese kleine Stelle mit dem X. Den kleinen X, das große X radieren wir weg. Wir hören ja den guten Hanno, haben ihn auch schon gesehen. Daher wissen wir, dass er dort ist. Aber für die Hasenjagd möchte ich dann alle Hasen einzeichnen, damit ich weniger nachschlagen muss. Hallo Hanno! Ah, da bist du ja wieder. Ferro war also gar kein legendärer Lokführer. Ich bin am Boden zerstört. Etwas Ablenkung täte mir gut. Kannst du mir helfen? Ich dachte, die Fotos würden reichen. Ich würde gerne auf den Schienen unter dem Meer fahren. Bringst du mich dahin? Gut, ja. Toll! Na dann, lass uns mal losfahren. Ich möchte gern zum Meerestempel fahren. Würdest du mich dorthin bringen? Der Meerestempel steht auf der Liste der 100 schönsten Geheimnisse. What the fuck, von diesen Geheimnissen gibt es 100? Der Meerestempel ist richtig schwer zu finden im Prinzip. Also, nicht ganz. Wenn man sich ein bisschen auskennt und die Schalter schnell findet. Aber man muss mit dem Zug 3 Schalter in der richtigen Reihenfolge treffen. Dann noch unter Wasser fahren. Und das soll eins von 100 Geheimnissen sein? Ich glaube aber, dann ist es Platz 1 der 100 Geheimnisse. Huh? Na gut, ich werde hier... Moment... Mein Grafiktablet spinnt mal wieder. Das ist auch einer der Gründe, warum ich so viel schneide momentan. Ja, fahren wir es mal so. Ich werde da unten, da wo die Route hinführt, das Teleporter-Tor benutzen. Das bringt uns in die Nähe vom Meerestempel. Ab da werde ich auch wieder reinschneiden, denn ich möchte unbedingt euch mal wieder die Schienen unter Wasser zeigen. Die gab es so lange nicht mehr. Von daher, bis gleich, Leute. Und da fahren wir mal wieder. Unters Meer. Wir waren eine Ewigkeit nicht mehr da. Das letzte Mal, als wir am Meerestempel waren. Aber das macht überhaupt nichts. Okay, Hanno ist jetzt nicht gerade so begeistert, aber wir kriegen das schon hin.
Ach du. Ach herrje, da ist ja auch wieder unser guter alter Freund Thaddäus. Die Schildkröte, ihr klar, nee. Der Oktopus, den ich dann netterweise Thaddäus getauft habe, weil er gemein ist und nervt. Genau wie sein Namensvetter. Aber natürlich kriegen wir jedes Mal 20 Rubine von dir, was cool ist. Ich habe auch gleichzeitig mit diesen kleinen Dingern geübt. Falls ihr sie kennt, diese kleinen Dinger, die ich mal hatte, die immer einen Rubin gegeben haben, wenn ich sie treffe. Ich habe da circa 100 Mal drauf geschossen. Die haben sich dann auch teilweise noch geteilt. Und ich habe dann von irgendwie 100 Rubinen auf 400 erweitert. Während Hanno hier im Zug gechillt hat. Ja, da merkt man echt, wie Rubine geil ich mal wieder bin. Warum wohl? Ah! Nein, 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 nein. Okay, gut, ich sehe wieder. Das ist schön. Ich finde es bloß schlecht, dass was habe ich denn jetzt gemacht? Ich darf noch mal eine Runde fahren, weil ich wegen dem Herrn Oktopus so verwirrt war. Macht nichts, der Part wird sowieso über eine Stunde lang. Von daher sollen uns diese Kleinigkeiten jetzt auch nicht mehr stören. Immerhin waren wir lange nicht mehr unter dem Meer. Ach ja. Ich finde das schön. Ich mag's hier. Okay, jetzt dürfen wir natürlich nicht abbiegen, denn jetzt würde das dazu führen, dass... Oh, wo bist du? Da bist du. Du kommst doch irgendwie immer wieder. Dich kann man nicht verjagen. Das ist, glaube ich, das Schlimmste. Aber ich denke, ich sollte öfter herkommen. Immer 20 Rubine sind natürlich sehr nett. Sag ich mal. Ihr Dinger seid auch komisch. Aber die Fische sind schön. Oh, süße kleine Fischis. Schade, dass man Hanno nicht wieder damit aufheitern kann, dass es hier Kalamari gemacht wird. Oder Takoyaki oder sonst was. Komm her, Tintenfisch! Fuck. So, jetzt abbiegen. Was Schlimmeres wird hier wohl nicht kommen. Im Übrigen ist diese Quest hier mit Hanno die wichtigste. Warum werdet ihr sehen, wenn wir den Forstkristall dafür bekommen haben? Die öffnet nämlich ein neues Areal. Und dieses neue Areal wiederum ist wichtig für eine weitere Forstkristall-Quest, nämlich für die letzte. Im Übrigen muss ich meine Aussage revidieren. Ich habe tatsächlich nur 9 gefunden und 11 musste ich suchen. Es war also genau andersrum. Ich hatte ja irgendwann... So. Wehe, du Mistvieh. Du wirst mich nicht mehr los. Ach ja, wenigstens fahren wir schön unter Meer. Haben Spaß und Freude. Die Musik ist auch schön. Allerdings langweilt Hanno sich. Weil wir ein paar Treffer abbekommen haben auf dem Weg zu dem Forstkristalltor. Dafür kann ich aber nichts. Ui, geben die etwa immer 5 Rubine, wenn man sie abschießt? Das sind wohl die Eltern von den kleinen Viechern. Tatsache. Oh, ich sollte mal öfter hier in diese Gegend kommen. Das hätte mir früher kommen müssen. So, gleich sind wir da beim Meerestempel. Wir werden schon mal langsamer und drücken auf Pause. Hanno wollte ja unbedingt an diesen Ort. Er ist ja bekannt als der dritte Dungeon. Aber gut. Jetzt kommt eine kleine Szene mit Hanno. Danke, das war wirklich ein beeindruckendes Erlebnis. Dass man mit einer Lok auf dem Meeresgrund fahren kann.
Fantastisch. Vielen Dank. Dieser Bahnhof, er ist so interessant und geheimnisvoll. Und nur durch deine Hilfe habe ich ihn entdeckt. Danke. Ja, aber geh nicht auf den Teleporter. Wenn du da rausgehst, wartet dich eine Schönheit sondergleichen. Dies ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Obwohl ich es eigentlich nicht sehen dürfte, weil ich meine, dass Spul damals gesagt hat, normale Menschen können ihn nicht sehen. Aber bitte. Ich werde dagegen nichts sagen. So, und wir erhalten jetzt auf der Feuertafel ein sehr großes, sehr großen Abschnitt. Und da irgendwo befindet sich eine nette kleine Mine. Allerdings glaube ich, dass es ähnlich wie in Waldforsten ist. Und dass ich bei diesem Auftrag noch zu jemandem fahren muss vorher und mit dem reden muss. Wer das ist, seht ihr gleich. Ich schneide dann mal ganz kurz. So, ich bin mir nicht sicher, ob wir zuerst mit ihm reden müssen. Deswegen bin ich nochmal zu Lindebeck gefahren. Denn der ist der Auftraggeber dieser letzten Quest. Da bist du ja wieder, Kleiner. Womit kann ich dir weiterhelfen? Nichts. Wenn du noch mehr Schätze findest, bring sie schnell zu mir. Hey, Kleiner! Ich wusste doch, ich muss mit dir reden. Hast du schon mal was von den Finsterkristallen gehört? Sie saugen Licht auf. Verschwinden aber im Sonnenlicht. Unheimlich. Trotzdem kommen immer mehr Leute hierher, die so einen Kristall wollen. Wenn du also solche Finsterkristalle findest, dann bring sie mir, ja? Und das war das Stichwort, denn wir müssen diese Finsterkristalle, insgesamt 5 Stück, zu Lindebeck bringen. Das können wir im Übrigen auch erst machen, wenn wir Hanno zum Meerestempel gebracht haben, denn dort auf dem Streckenabschnitt, auf dem Hanno, den Hanno freigeschaltet hat über seinen Forstkristall, können wir die Goronenmine erreichen und dort werden diese Finsterkristalle verkauft. Na gut, ich will jetzt nicht zu lange schwafeln. Ich schneide, suche die Goronenmine und wenn wir da ankommen, dann sehen wir uns. Bis gleich. So, wir befinden uns jetzt in dem neuen Streckenabschnitt. Hier vorne befindet sich, hier weiter hinten befindet sich auch noch einer der Geheimbahnhöfe, zu dem wir noch fahren müssen. Und da scheint die Goronenmine zu sein. Oh, rückwärts fahren. Ja, dürfen wir mal anhalten? Danke. Ich habe durch das Reden ganz vergessen, dass ich anhalten muss. Shit happens. Na gut, sehen wir uns das Ganze mal an. Die Mine der Goronen. Sehr viel Geröll. Sehr viel Steine, sehr viele Eingänge vor allen Dingen. Das wundert mich. Was es hier wohl sonst noch gibt, außer Finsterkristalle? Was ein trostloser Ort das hier ist, Nanu. Mir war, als hätte ich ein Geräusch aus diesem Loch gehört. Vielleicht wird dort etwas ausgebaut. Kommt jetzt so darauf an, welches Loch du meinst. Ich versuche erstmal die goldene Mitte. Hey, hier ist es sehr dunkel und... Sind das Blumen? Hier holen wir die Finsterkristalle aus dem Boden. Bist du das erste Mal hier? Ja. Dann gebe ich dir einen kleinen Überblick. Die Kristalle, die wir hier fördern, verschwinden bei Tageslicht. Deswegen arbeiten wir auch im Dunkeln. Dabei mag ich die Sonne. Willst du für 200 Rubine Finsterkristalle kaufen? Nein, erstmal nicht. Verstehe, der Verkauf von Finsterkristallen muss man gut vorbereiten. Ja, das muss man tatsächlich. Hm. Okay, der schweigt. Ah, hier sieht man noch einen Plan der Mine. Scheinbar. Aber gut, sehen wir uns dann nochmal die anderen Löcher an. Beziehungsweise die anderen Mineneingänge. Wenn wir schon hier sind. Aber hier ist es sehr dunkel. Dich kenne ich nicht, aber hier ist es gefährlich für Kinder wie dich. Okay. Hier war auch noch ein Weg, richtig? Achso, der ging hier lang. Und hier gibt es dann einen Weg zum anderen Minenarbeiter, richtig? Beziehungsweise zu einer leeren Stelle in der Mine, oder? Sieht danach aus. Gut, dann werden wir jetzt gleich die Finsterkristalle für Lindebeck kaufen. Der weitere Weg führt dann wieder zurück zur Meeresküste. Dann werde ich diesen Weg auch versuchen zu nehmen. Ich hoffe, mich erwarten da keine
bösen Überraschung. Hier kommen, willkommen. Hier gibt es Finsterkristalle, die noch stärker als Eisen sind. Willst du für 200 Rubine Finsterkristalle kaufen? Ja, warum nicht? Finsterkristalle lösen sich im Licht auf. Also bringen sie schnell ans Ziel. Okay, ich hoffe, dass wir das dann schnell genug schaffen. Wir kommen ja an der Meeresküste raus. Das heißt, wir kommen dann dementsprechend gut an. Und hier sind diese entsprechenden Finsterkristalle. Na gut, Link, los geht's, oder? Klar. Abfahrt! Ja, ich werde diese Fahrt jetzt auch erstmal nicht schneiden, da ich erstmal schauen will, wie schnell sich die Dinger fahren lassen. So, wir werden hier lang zur Meeresküste fahren. Zumindest bis zur Meeresküste will ich nicht fahren. Und dann, oh Gott, das ist ein Tunnel. Oh shit, ich erwarte Schlimmes. Na gut, das wird jetzt eine nette kleine Prüfung, vermute ich. Denn Tunnel... Ja, toll! Ich hab sowas schon geahnt. Du schon wieder, Oma. Du kommst irgendwie ein paar hunderttausend Mal vor. Kann das sein? Ja, da schon wieder. Da hast du recht, Zelda. Da schon wieder. Aber wenigstens sind wir über da schon wieder dementsprechend abgesichert, dass die Finsterkristalle erstmal... Oh Gott, jetzt kommen ja auch noch die Kleinen mit rein. What the fuck? Okay. Oh nein, und bei jedem Treffer werden uns Finsterkristalle abgezogen. Aber besser, als wenn sie sich im Licht auflösen. Na gut. Das ist aber so ähnlich wie das letzte Mal. Das ist ganz gut. Ich will raus hier aus Zelda. Das wollen viele. Oh Gott, hier sind die Großen und die Kleinen. Und wir haben gerade mal einen Vier-Herzen-Zug. Ich weiß, es gibt mehr Herzen für den Zug, wenn man andere Zugteile hat, aber... Sagen wir es so, daran habe ich nicht gedacht. Oh Gott. Ja, mehr halten wir nicht aus. Wir haben auch nur noch 7 Finsterkristalle. Für den Arsch. Ich glaube, das hätte ich nicht tun sollen. Das hätte ich nicht tun sollen. Ja, jetzt sind wir Game Over. Toll! Den haben... Der hat uns doch gefehlt, der Game Over. Yes! Kein Wunder, dass ich nicht geschnitten habe. Egal. Ich werde dann gleich schneiden, die Höhle von Goma befreien. Und diese blöden Kristalle zu Lindebeck schaffen. Halt, Moment, ich will jetzt erstmal aussteigen. Wir gucken, ob wir noch die Kristalle haben. Ja, wir haben wieder welche. Na gut, dann würde ich sagen, ich schneide wirklich. Bis gleich bei Lindebeck. Ich bin einfach nur noch fertig mit allen Nerven. Rennen wir schnell los, bevor der letzte Kristall auch noch verschwindet. Ich bin hier mit 6 Kristallen noch angekommen. Nach gefühlten 250.000 Versuchen Goma töten und was weiß ich nicht. Und Link bleibt auch noch zwischendurch drin stehen. Es ist so eine Schweinerei. Hallo, Lindebeck. Wer bist du wieder, Kleiner? Womit kann ich dir weiterhelfen? Nichts. Wenn du noch mehr Schätze bringst, bring sie schnell zu mir. Was sehen denn meine Augen? Das sind doch nicht etwa die Finsterkristalle? Juhu, gib sie mir. Du hast doch sicher keine Verwendung dafür. Klar gibst du sie mir. Ja. Genau die Menge, die ich brauche. Ich ziehe meinen Hut vor dir, Kleiner. Und damit kriegen wir endlich den letzten Forstkristall. Ihr glaubt gar nicht, wie ich hier... Oh, ich habe, glaube ich, alleine 150.000 Versuche verschwendet, Goma noch zu töten. Und dann, nur mit einem einzigen Treffer kann man hierher kommen. Man muss zuallererst... Einen Moment, bitte. Uff, das kommt davon, wenn auch noch der Vater anruft, weil man ja von... oh Gott, ich habe jetzt fast 2 Tage an diesem Part gesessen und morgen kommt er raus. Ja, wenn ihr ihn seht am 1.6., oh, ist ja schon heute, ups. Ja, ich habe bis heute an diesem Part gesessen, das alles zu machen. Ich glaube insgesamt mit der ganzen Raussucharbeit 12 Stunden. Weil hier ist der letzte Forstkristall. Schaltet eine kleine Strecke am Meerestempel frei. Wie habe ich das Ganze also gemacht? Ich bin da lang gefahren durch den Tunnel, habe irgendwann Goma getötet, musste dann wieder zurück, neue Schattenkristalle holen. Bin dann durch, bin dann beim Sandtempel durch das Forsttor.
bin dann im Sandgebiet rausgekommen. Bin dann zum, in der Nähe... Ah, ihr seht es da gerade auf dem Topscreen. Von dem ersten Punkt nahe dem Sandtempel bin ich zum zweiten Punkt nahe dem Piratenversteck. Kam dann in der Nähe von Lindeberg raus. Durfte mich nur ein einziges Mal überhaupt treffen lassen. Und bin dann mit 6 Kristallen hier angekommen. Oh, das war ein Mindfuck. Ich und du, wir sind ein tolles Team. Mach weiter so. Ja, denn wir können öfter solche Sachen nach Lindeberg fahren. Ansonsten kriegen wir gleich noch Post. Keine Ahnung, warum wir noch Post bekommen. Ich habe, glaube ich, keine Rubine ausgegeben. Ah doch, kann sein, dass ich bei den Glückspostkarten wieder mitgemacht habe, weil ich einen Preis gewinnen wollte. Sehen wir gleich. Hallo, wie geht's dir? Schon wieder ein Brief von Hanno. Dieses Mal scheint er allerlei Geheimnissen auf der Spur zu sein. Und er dankt dir. Nichts. Ja, hast du deinen Brief. Ah, du hast wieder geschmult. Bitte sehr. Aber von Hanno? Ich weiß nichts von einem Brief von Hanno. Gut, ich habe die Post bei dir abgeliefert. Meine Arbeit ist getan. Man sieht sich. Oh mein Gott. Na gut, lesen wir den Brief von Hanno auch noch. Und dann beenden wir diesen Part. Hoffentlich. Schau mal, kennst du diesen Ort? Du hast mich doch zum Meerestempel gefahren. Ich habe da was entdeckt. Wenn du mich hier abholen kommst, gebe ich es dir. Weißt du, wo ich gerade bin, Hanno? Uff, du bist irgendwo im Waldland. Irgendwo im Waldland. Irgendwo entweder hier. Hier kann er sein. Hier kann er sein. Hier zwischen auch. Sehr leicht einzugrenzen. Ich werde mal nachschlagen, wo er da ist. Was es da gibt, keine Ahnung. Also ich meine, wir haben alle Force-Kristalle. Ich weiß also nicht, worum es hierbei geht. Ich habe keinen Plan. Das habe ich auch nirgendwo gelesen. Jedenfalls, wir haben jetzt alle Force-Kristall-Missionen abgemacht. Der Part ist über eine Stunde lang. An alle, die hier durchgehalten haben, meinen Respekt, meinen vollsten. Im nächsten Part gibt es mehrere Möglichkeiten, was wir machen. Zum einen können und werden wir wahrscheinlich Hanno abholen. Dann werden wir uns wahrscheinlich einem der ersten Geheimbahnhöfe widmen. Beziehungsweise dann werden wir wahrscheinlich zwei machen, weil ich will das so aufteilen, dass ich immer zwei Geheimbahnhöfe beziehungsweise in einem zwei und in einem will ich drei machen, weil der eine ist nicht so schlimm im Verhältnis. Und ja, oder wir machen die Stempel. Es kommt ganz darauf an, vermutlich werde ich aber auch eher die Stempel machen, weil das einfach einfacher ist und ich keinen Vorrat mehr habe und schnell aufnehmen muss. Ich weiß, das ist jetzt irgendwie blöd, aber ich habe momentan ein bisschen viel Stress. Ein bisschen sehr viel Stress und dass auch mein Geburtstag noch mit reinfällt, ist dann tot. Aber egal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Part. Bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.